Ja, hallo liebe Leute, wieder eine Folge The Fisherman. Heute sind wir an den Everglades in Florida und da will ich die Mission mit dem Monsterfisch, und dazu muss man erst fünf kleine Barsche fangen unter 500 Gramm, um den Köder zu bekommen. Dafür nehme ich die Jigwinner 270 mit der Bremer 5000, der Braid 022 und den Casting Spoon 9 Gramm Raute 1. Ganz wichtig, soll kein 1-0er, 2-0er oder so, sondern nur Raute 1 oder Raute 2. Alternativ zu dem, den ich jetzt hier drauf habe, kann man auch den goldenen nehmen. Hier 5 Gramm Raute 2. Den mache ich jetzt mal drauf. Einen habe ich gerade schon gefangen. Mit dem hier. So, und das Ganze dann auch so an dem Spot hier. Na, stehen wir hier. Dann hier drüben beim Schilf. Und dann mit Tempo 1, Stop and Go. Auch schon wieder ein. Oh ne, der ist leicht drüber. Schade. 530 Gramm. Obwohl ich einen kleineren Haken habe und einen leichteren Köder, fange ich jetzt größere Barsche. Komisch. Eben habe ich einen mit 475 Gramm gefangen. Mit dem Raute 1 Haken, wie gesagt, eine Nummer größer als der und auch 9 Gramm statt 5 Gramm. Und was haben wir da? Ein Sonnenbarsch. Den wollen wir eigentlich gar nicht. Versuchen wir es mal da. Überall, wo diese kleinen Schilfgeschichten sind. Kann man es probieren. Solltet ihr eine andere Ausrüstung haben, wo mit Tempo 1 der Köder nicht so hoch kommt, dann geht ihr auf Tempo 2.
habe ich dann mal einen Hänger. Das kommt auch mal vor. Filbis kommt auch vor. Muss mich mal anders hinsetzen hier. So. Wieder ein Sonnenbarsch oder so. Ja, wieder ein Sonnenbarsch. Ne, ich nehme wieder den anderen Köder. Da hatte ich mehr Glück mit. Ein Tick zu weit. Wieder Tick zu weit. Jo. Man darf ja wirklich nur ganz kleine Stücke. Und das war natürlich zu kurz. Ne, man muss mit Zielvorrichtung arbeiten hier. Das ist, die Distanz ist einfach zu klein. Da genau zu treffen, nach Gefühl. Ist nicht so einfach. Ja, direkt der Fisch unter dem Köder gespawnt, dass der Köder auf dem Fisch auflag. Kommt auch häufig mal vor, leider. Oh, hört sich einfacher an als es ist, mal eben 5 Barsche unter 500 Gramm fangen. Aber so einfach ist das hier gar nicht. Wollen einfach nicht mehr beißen. Einer hat gebissen, bevor ich das Video gestartet habe. Und sobald ich ein Video starte, ist sowieso immer vorbei, komischerweise. Als wenn das Spiel das nicht will, dass ich was zeige. Oh, kannst du dich mal wieder lösen? Diese Hänger sind auch nervig. 10 Kilometer lang sind die manchmal. Dabei kann sich die Schnur gar nicht so lang dehnen. Völliger Schwachsinn. Jetzt will ja nichts mehr beißen. Ist doch nicht wahr, ey. Ja, wieder genau unter dem Köder gespawnt, der Fisch. Nervig.
So, kannst du mal beißen jetzt hier. Der erste ging, wie gesagt, ohne Aufnahme. Sofort, ein Auswurf, ein Biss. Kaum starte ich die Aufnahme, beißen nur noch Sonnenbarsche oder gar nichts oder Fehlbisse. Beste Beißzeit gerade. Habe extra vorgespult. Nee, geht ja gar nicht. Aha. Nicht wieder zu groß und auch kein Sonnenbarsch. Wieder zu groß. Was soll das? Jetzt dauert es wieder Jahre, bis der nächste beißt. Und dann ist er auch wieder zu groß wahrscheinlich. Probier's mal da. Niedrigen Luftdruck. Na gut. Ist man echt knapp über dem Boden. Ich mache schon nur eine Umdrehung mit Tempo 1. Weniger geht ja gar nicht. Und der kommt immer schon bis in Mittelwasser hoch. Jo, wieder ein Fehlbiss. Manche Aufgaben echt. Hören sich so leicht an und dann. Ich kann euch zeigen, dass ich schon angefangen habe. Da wird ja auch angezeigt. Ja, 472 Gramm. Das ist der einzige, der gepasst hat. Die anderen beiden sind zu groß und die anderen drei sind falsche Fische. Boah, ist das nervig. Darf jetzt aber keine 10 Stunden dauern hier, um 5 kleine Fische zu fangen.
Aber ich kenne das zu. Na endlich. Nummer 2. Ja klar, wieder ein Hänger. Was denn auch sonst? Und erst bei 13 Meter löst er sich wieder. 5 Meter lang hat sich angeblich die Schnur gedehnt. Obwohl, nee, dann wären ja immer noch 18 Meter draußen. Nee. 5 Meter Schnur eingeholt, also. Bevor sich der Hänger löst. An was soll er denn den Hänger festgehangen haben? Am Gummiband, was sich 5 Meter lang dehnt? Oder was für ein Blödsinn, nee. Und die Schilfdinger da sind auch keine 5 Meter lang. Voll dran festhängt. Vielleicht 1 Meter. Vielleicht 1,50 noch. Ja. Aber keine 5 Meter. Kein Sonnenbarsch, bitte. Jawohl. So, 2 Stück noch. Wieder zu lang. Bis kann man am besten mal gleich reinholen, weil weiß sowieso kein zweiter. Wieder ein bisschen zu kurz. Diese kurzen Distanzen irgendwie nerven mich auch. Man wirft entweder zu kurz oder zu lang. Man muss immer mit dieser Zielvorrichtung arbeiten und die benutze ich nicht so gern. Jo, der ist natürlich wieder 1 Kilometer zu groß. Die letzten beiden lassen natürlich auch wieder auf sich warten. Anstrengender als große Fische fangen. Na, der könnte schon wieder zu groß sein. Oder? Ja, gerade noch drin. So, ein noch. Dann geht's an die Monsterfisch. Ups, bisschen zu kurz.
Und? Nö. Der war wieder zu groß. Gut, dann versuchen wir es hier nochmal. Jawohl. So. Jetzt bekommen wir den Köder für den Monsterfisch. Da, so sieht er aus. Den rüsten wir dann auch gleich aus. Vierer Haken sollte reichen. Gehen wir 1,21 Meter tief. So mittlere Tiefe. Gehen wir hier an das salzige Delta. Stellen die Zeit vor auf 21 Uhr. Machen das Windows unten weg. Und dann werfen wir hier auf 38 Meter, 37, 38. Na, ist nicht so tief da, doch. Gut. Und dann warten wir mal ab. Schauen wir mal, ob das Monster beißt hier. Na. Der ist wieder weg oder wie? Ne, der ist noch da. Hoffentlich ist es auch gleich der Monster und nicht ein normaler Tarpon. Und? Jawohl. Terror-Tabun. Den Monsterfisch von den Everglades. Jo, machen wir nochmal ein lustiges Bild. Einmal Thumbnail und einmal für Steam. So, erledigt und gleichzeitig Level 40 erledigt. Super. So lasse ich mir das gefallen. Was gibt es denn hier alles Schönes jetzt? Oh, die neue Ködertasche, die brauche ich unbedingt. Weil ich kann mal viel zu wenig mitschleppen. Die Thunderspin, eine Nummer stärker als meine, die brauche ich auch. Das ist die Night Edition, die hätte ich zwar gern, aber
Die kostet Bitcoins und kostet auch Bitcoins in der Reparatur. Und da werde ich wohl drauf verzichten. Die Megatank, die ist auch interessant. Zum Karpfenfang, Zuckermais und Zuckererbse, auch super. Noch eine SE-Rolle und Rute, auch uninteressant, kostet auch Bitcoins. Und das erste Gary Scott Schlauchboot in Blau, wahrscheinlich auch für Bitcoins. Jo. Ah ja. Kani Creek kann ich jetzt auch Monster fangen. Neue Mission freigeschaltet. Auch mit dem Köder. Aha. Auch mit Kaviarköder. Gleichen Köder, den ich auch für die Monsterforelle am Falcon Lake benutzen soll. Naja, gut. Das war's dann für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.